It's a kind of magic. Hey! For the longest time, I wouldn't talk about it. Es gibt eine schöne Geschichte. Keine Ahnung, wie das weitergehen wird. It goes like this. Pop Secret. Hey! Das Radio 1 Pop Quiz. 1971 wurde uns das Leben in England allmählich zu teuer. Die neuen Einkommensteuersätze verlangten von uns unglaubliche 93%. Dabei wollten wir gerade ein neues Album aufnehmen. Irgendwann meinte ich, kommt doch alle in meine Villa runter nach Südfrankreich. Das ist an der Côte d'Azur, da ist es warm und wir haben sicher eine Menge Spaß. Das klang für alle erstmal gut, bis Charlie und Bill merkten, dass dort sicher nicht ihr geliebter Vanillepudding oder die Senfgurken im Supermarkt rumstehen würden. Also ließen sie sich das Zeug hinterher schicken. Wir zogen dann mit unseren Familien, Freunden, Musikern und Drogen alle in meine Villa ein. Leute, ich sag's euch, da war was los. Manchmal wachte man auf und kannte die Gestalten gar nicht, die dann auch von der letzten Party am Boden herumlagen. Aber wir haben auch hart gearbeitet. Den Strom für unser Studio im Keller zapfte ich über ein Kabel von der Oberleitung einer nahegelegenen Eisenbahnstraße ab. Ich fand das ziemlich lässig, aber die anderen regten sich immer über die Stromausfälle auf. Naja, heute kann man sagen, der ganze Stress hat sich gelohnt. Exile Main Street ist ein Rock'n'Roll-Klassiker. Ich kann das teilweise nachvollziehen, die Platte hat einfach einen sehr erdigen Sound. Wenn man bedenkt, in was für einem Haus sie entstanden ist, füttert dies den Mythos natürlich noch mehr. Wisst ihr, welche dunkle Vorgeschichte meine damalige Villa in Südfrankreich verbarg? That's it. Pop Secret. Tag für Tag.